hier im Hunziker Areal. Wie alt ist das Areal? Das ist vor einem halben Jahr fertiggestellt worden. Vor einem Monat, anderthalb, sind die letzten Leute eingezogen. Okay, das sieht eigentlich schon recht bewohnt aus. Wie ist es zum hier wohnen? Es war ein bisschen ein Experiment für mich. Ich habe vorher mit zum Kreis 5 gewohnt. Ich muss auch sagen, es hat sich gelohnt. Ich kenne jetzt hier schon mehr Leute nach ein paar Tagen wie Kreis 5 nach 10 Jahren. Es funktioniert, das Quartier, es lebt, die Leute begegnen sich. Und sie begegnen sich vor allem darum, weil es auch gedacht ist, dass man sich begegnen kann. Also es hat Almendräume, es hat Parks rundherum, es hat Veranstaltungen, es wird gefördert von der Genossenschaft, dass sich die Leute vernetzen, Quartiergruppen gründen und selber anfangen, das Quartier weiterzuentwickeln. Und sozial scheint es zu funktionieren. Wie sieht es mit dem Ökologischen aus? Was wird hier gemacht? Es ist alles nach meiner GIP gebaut worden. Man geht aber sehr viel weiter. Man hat auch die graue Energie minimiert. Also zum Beispiel sind die Böden der Häuser nur 22 cm Beton statt 33, die man sonst überall verbaut. Man muss schauen, wie man das macht mit der Leitung. Aber das funktioniert. Da ist schon ein Drittel graue Energie draus vom Beton, den man in den Böden drin hat. Das sind kleine Sachen, die aber extrem viel ausmachen, wenn man es schlau macht. Es hat überall eine Solaranlage auf dem Dach. Es hat aber keine Dachterrasse, außer bei einem Haus. Aus einem einfachen Grund, weil sonst die Leute nicht mehr sich im Parterre aufhalten würden. Auch das ist wieder eine Social Engineering-Frage schlussendlich, dass das Quartier funktionieren kann. Und was macht ihr so? Das ist jetzt der Bereich Wohnen, Essen und Mobilität. Was wird dort gemacht? Es ist eine autofreie Siedlung. Also, wer hier will ein Auto haben, kommt keine Wohnung über. Außer man arbeitet im Schichtbetrieb oder ist körperlich darauf angewiesen. Für die Gewerbler hat es ein bisschen Abstellplätze. Die oberirdischen Parkplätze, die man hier sieht, das ist für Besucher. Das hat uns die Stadt aufgezwungen. Da werden wir mal schauen, ob wir dann wirklich so viel brauchen. Im Parterre sieht man jetzt eigentlich überall Gewerbe. Da haben wir das Restaurant. Das hat einiges an Aufwand gebraucht, um alles zu machen. Ist das besonders ökologisch essen bei einem Restaurant? Leider noch nicht. Da arbeiten wir noch dran. Es ist einfach nicht, also es ist nicht so gut gegangen, ein Restaurant dahin zu bringen. Die Auswahl war nicht sehr gross. Und schlussendlich hat jetzt ALZ ein Restaurant eröffnet. Ich glaube, das wird sich auch noch entwickeln. Es kommt jetzt noch Bäckerei dazu. Da weiter hinten hat noch mal ein Beiz, das aufgegangen ist. Es ist einfach brutal wichtig für ein Quartier, dass es kann leben, dass es so etwas hat. Dass es hat Waffensalons, Kindertagesstätte, es ist das Zürichwerk, hat da ein paar Jahre etwas angefangen. Und so sind so einzelne Kleingewerbler, die jetzt dazukommen und langsam fängt es an funktionieren. Und das Quartier geben, wo die Leute eben nicht nur wohnen und schlafen, sondern wo sie auch leben. Und du lebst ja in einer 10-Personen-WG. Wie funktioniert das? Hat er da nicht jeden Tag Krach? Das ist hervorragend, weil es eben nicht einfach ein Weg ist, sondern ein Cluster. Also da kommt man rein, man kommt in ein grosses, sehr grosszügiges Wohnzimmer, eine offene Küche, einen langen Korridor. Und da hat es nachher so einzelne Satelliten, die sich wie eine Perle rundherum reihen, die jeweils ein eigenes Bad haben, eine eigene Teeküche. Das ist so wie eine kleine Wohnung in der Wohnung. Also man kann sich zurückziehen, man kann aber auch mit anderen zusammenwohnen. Wenn man da halbwegs intelligent dran angeht, dann gibt es ein super cooles Alltagsleben. Also ich koche jetzt einmal pro Woche statt siebenmal wie vorher. Ich bin eigentlich befreit von ganz vielen Haushaltspflichten, weil man einfach viel effizienter ist. Und es passieren Sachen. Also wo viele Leute sich sehen und ab und zu sich austauschen, da passieren Sachen. Das macht es spannend. Also es ist wie so ein Wort von Ideen da für das Quartier auch geworden aus diesen Clustern. Und wie viel, also, aber es sind nicht nur Clusterwohnungen? Also, nein, es hat einen ganzen Haufen verschiedene Grundrisse. Es gibt eigentlich alles, was man kennt auf dem Wohnungsmarkt. Es sind eher grössere Wohnungen von der Anzahl Zimmer, aber sehr kleine Wohnungen von der Grundrisse. Im Schnitt haben wir hier 135 Quadratmeter pro Person. Was muss man jetzt machen, dass das schweizweit mehr solche Quartier gibt? Was soll ich im Ständerat machen, dass es mehr solche Quartier gibt? Man braucht nicht gemeinnützigen Wohnungsbau. Also die Genossenschaft ist wirklich ein Konzept, das funktioniert. Das ist erprobt hier in Zürich. Das ist auch in anderen Städten erprobt worden. Da wird gebaut mit den Leuten, für die Leute und nicht für eine Rendite von einem externen Investor. Und das ist der grosse Unterschied. Da haben alle von Anfang an das Interesse gehabt, dass die Wohnungen nicht einfach an Meistbietenden gehen und viel Geld generieren, sondern dass sich da ein Quartier entwickeln kann, wo die Leute Lebensqualität haben
und etwas kann entstehen langfristig. Es braucht einen längeren Schnuff. Also man hat da mehrere Jahre geplant im Voraus. Man hat auch ein mehrstufiges Planungsverfahren gemacht. Man hat die Leute auch schon eingebunden, bevor gebaut worden ist und Ideen abgeholt. Das lohnt sich aber. Also die Wohnungen hier haben einfach viel mehr Sozialcharakter, als irgendetwas renditenorientiert anzusetzen. Und sie sind günstiger, wenn man halt nicht für einen Spekulant gebaut hat, sondern für die Leute. Also die gehören uns, die Wohnungen. Die, die hier wohnen, haben investiert in diese Wohnungen. Es ist insofern eine moderne Eigentumsform, wenn man so will. Aber halt viel smarter, wenn man die Sachen mitnimmt.